Herzliche Grüße aus Straßburg von der Plenarwoche. Mein Name ist Arne Lietz, ich bin SPD-Europaabgeordneter und ich grüße alle Follower, egal von wo sie reinschauen, ob aus Koblenz, Hamburg, Magdeburg, Halle, Wittenberg, Stendal. Diese Woche war eine Europawoche mit vielen Debatten. Ich habe mich in zwei Debatten eingebracht. Zum einen habe ich geredet zum Budget des europäischen Haushalts 2019, wo ich als Entwicklungspolitiker klar gemacht habe, dass 0,7% des Bruttonationaleinkommens endlich ausgegeben werden muss für Entwicklungshilfe, damit die Entwicklungszusammenarbeit auch tatsächlich fruchten kann. Die entwicklungspolitischen Ziele 2030, die SDGs, Sustainable Development Goals auf Englisch, die müssen umgesetzt werden. Das heißt, dass wir Bildung für Frauen in Afrika, dass wir reproduktive Gesundheit, dass wir Infrastruktur, Digitalisierung auch in anderen Ländern mit voranbringen, Klimaschutz auch in anderen Ländern mit entwickeln können. Und dafür brauchen wir diese 0,7%. Dafür habe ich mich ausgesprochen. Und ich habe einen kleinen Punkt mit nochmal in die Debatte gebracht. Es ist mir gelungen im Entwicklungsausschuss, dass wir dafür gestimmt haben, dass die aktuelle noch mit Einbeziehung der Flüchtlingskosten in diesen Ländern, in die sogenannte Oderquote, dass die nicht passieren darf, sondern entweder geht es um die Länder, dass wir die Länder unterstützen, und um nicht eigene Kosten, die wir aufwenden müssen für die Unterbringung und Unterstützung von Flüchtlingen. Das ist ein wichtiger Punkt, aber das ist auch eine Message gewesen, die wir im Ausschuss gesetzt haben, die ich hier im Plenum erklärt habe. Das zweite Thema, zu dem ich gesprochen habe, war zu Saudi-Arabien. Ich arbeite jetzt als Verteidigungspolitiker mit den Kolleginnen und Kollegen sehr eng hier im Europaparlament zusammen. Wir haben ein Positionspapier gemacht und zum Positionspapier habe ich den Bezug gesetzt zum Thema europäische Rüstungsexporte. Selbst die konservative deutsche Regierung, Herr Altmaier, hat erkannt, dass es nicht sein kann, dass wenn ein Land keine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien liefert, das andere Land liefert. Wir haben beispielsweise Belgien, aber auch Spanien und Frankreich, die liefern weiter nach Saudi-Arabien. Es muss konkret gemeinsam angegangen werden. Wir brauchen ein europäisches Rüstungsexportkontrollregime. Und dementsprechend habe ich Federica Mogherini ermuntert und aufgefordert, die zwei Beschlüsse, die wir auch mit den Konservativen hier im Europaparlament gefasst haben, nochmal in die Runde zu nehmen. Es ist Hoheit der Mitgliedstaaten, Rüstungsexporte zu setzen, aber sie haben sich 2008 in die Hand versprochen, nicht in Kriegs- und Krisengebiete zu liefern. Das ist natürlich weiterhin die Situation zu Jemen, aber das ist auch die Frage zu Khashoggi. Wir müssen hier ein ganz klares Statement setzen als Europäische Union und dafür bin ich in die Bütt gegangen. Dazu habe ich genau so gesprochen. Ein weiteres Thema, was hier richtig wichtig war, waren die Vorhersehung, dass Europa zum Thema Klimaschutz verstärkt Initiativen bringen will. Wir haben Katowice kommen, die nächste große COP, die Klimakonferenz, die weltweit in Polen stattfindet. Hier haben wir uns committed zu maximalen Zielen für die Europäische Union, dass wir das auch erfüllen. Wir schwächeln aktuell, wir erreichen die eigenen Klimaziele nicht. Und zum anderen haben wir eine Plastikverordnung gesetzt, wo es wichtig ist, dass wir Plastik ein bisschen stärker Herr werden. Es muss sein, Mikroplastik ist mittlerweile selbst bei uns in unseren Körpern zu finden. Mikroplastik ist in dem Salz, was wir im Supermarkt kaufen können, wenn es Meersalz ist. Da müssen wir mehr Aktivitäten bringen und das kriegen wir nur europäisch gemeinsam hin. Letzter Punkt, der wichtig war, das waren die Cum-Ex-Steueraffären-Situationen. 55 Milliarden, Riesenbetrag, wurde von den Banken aus Steuergeldern gezogen. Das kann und darf nicht sein. Das kriegt man nur europäisch hin, auch da war ich in der Debatte mit drin. Da gibt es die Forderung, dass die Kommission hier ein bisschen stärker die Mitgliedstaaten zusammenführt. Und wir brauchen eine klare Transparenz, was überhaupt gelaufen ist. Das wird aufgegriffen, dazu werden wir weiter arbeiten. Das sind so die Kernthemen gewesen hier im Europaparlament. Und von daher begleiten Sie mich, begleitet mich weiter über Social Media, über meine Webseite. Stellt Fragen, bringt euch ein zu Europa und sprecht bereits jetzt zu euren Nachbarn, Freunden, aber auch zu euren Arbeitskollegen. Die nächste Wahl, die Europawahl am 26. Mai ist die Wahl zwischen Nationalismus oder Halten einer Europäischen Union. Wir brauchen Europa und von daher ist Ihr Gespräch wichtig. Bringen Sie sich ein. Danke.